Was ist das denn hier? Ich brauche meinen Vorhang noch. Bitte nicht verschwinden. Dankeschön. Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, was ich bei Naked gekauft habe. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Beauty, Fashion und Lifestyle. Wenn euch das auch interessiert, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Das erste Teil trage ich auch bereits. Es ist ein Crop Top. Vorne mit so einem Corsagen-Detail. Ich finde es unglaublich schön. Ein Manko hat es allerdings. Ich hatte gedacht, dieser Stoff, der weiße, wäre auch ein bisschen stretchy. Also der Stoff ist es ganz leicht, aber ich dachte, er wäre wirklich mehr stretchy. Es ist jetzt nicht so das ganz große Problem, weil eigentlich sitzt der relativ locker, wie ihr sehen könnt. Aber wenn man die Arme so beugt und sich der Stoff dann dort sammelt, je nachdem wie lange man jetzt so in dieser Position sitzen würde, ja, ist es nicht sonderlich angenehm. Also es ist auszuhalten, aber es ist nicht sonderlich angenehm. Ich finde es mega cool, dass das hier noch so geriffelt ist. Ich weiß nicht, wie gut man es in der Kamera sehen kann. Und dass es auch auf jeden Fall mehrlagig ist. Es hat keine Wattierungen drin, die ich mir vielleicht noch reinnähen werde, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall doppellagig, dass man nichts durchsieht. Und dann hat das Ganze auch noch so Puffärmel hier oben. Finde ich mega, mega schön. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Hochzeitskleid, obwohl es nur das Top ist. Also man könnte dieses Ding, glaube ich, auch, wenn es ein Kleid wäre, auf eine Hochzeit anziehen. Ein bisschen fühle ich mich in diesem Teil auch wie Ariel die Meerjungfrau, weil ich meine, die hatte so ein Hochzeitskleid mit so richtig puffy Ärmeln hier oben. Diese Ärmel sind ja sowieso gerade mega im Trend. Ich habe mir dieses Teil aber nicht geholt, weil die Ärmel im Trend sind, sondern weil ich es generell schön finde. Denn ich habe schon viele Dinge mit diesen puffy Ärmeln gesehen, die gerade mega im Trend sind, die ich aber überhaupt nicht schön finde, weil gerade auch mit solchen Ärmeln, ich sehe das oft, dass Pullis solche Ärmel haben, wie breit müssen dann bitte die Jackenärmel sein, dass man darüber noch eine Jacke anziehen kann. Also das verstehe ich leider nicht, warum die so viele Pullis herstellen, die solche riesigen Ärmel haben, weil es gibt keine Jacken, die man darüber anziehen kann. You know? Aber das ist ein anderes Thema. Es sitzt auf jeden Fall mega, mega gut. Es hat auch hinten einen tieferen Rückenausschnitt. Also ich finde das Top einfach nur wunderschön. Hat auch so ein bisschen Piraten, Steampunk, Flair, sowas in der Art. Also ich finde es einfach nur mega cool. Ich glaube, dieses Top gab es auch noch in Schwarz. Aber yeah, Schwarz und ich sind nicht die allerbesten Freunde. Deswegen habe ich es mir in Weiß geholt und ich finde es einfach nur ultra, ultra schön. Das nächste Teil, was ich mir geholt habe, passt auch absolut nicht in diese Jahreszeit. Es ist auch wieder ein Crop Top, diesmal in Gelb. Was ich ultra nice finde, die Ärmel hier sind angenäht, dass sie überhaupt nicht hochrutschen können, je nachdem welche Bewegung man macht. Das ist einfach nur die beste Art von diesen Off-Shoulder-Crop-Tops, die es gibt. Also wenn Off-Shoulder-Crop-Top, dann sowas hier. Das ist absolut mein Favorit, wo die Ärmel extra angenäht sind, weil es gibt nichts Bequemeres. Was ich sagen muss, ich hätte mir dieses Top, glaube ich, auch in XS holen können. Also ich finde schon, dass es etwas groß ausfällt. Aber jetzt komme ich auch schon zum Manko von diesem Top. Dieses Top ist einlagig. Das heißt, es ist komplett durchsichtig. Also wenn ich hier jetzt durch diese eine Lage Stoff durchgucke, ich sehe gefühlt alles. Ja, das ist leider überhaupt nicht nice. Und ich finde es auch richtig schade, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt einfängt, aber dieses Top hier hat ein schwarzes Schild drin hier oben. Und man sieht das komplett durch. Bei den Ärmeln hier fällt es schon gar nicht mehr so auf, zumindest bei dem oberen Teil. Da sieht man, doppellagig hätte so viel ausgemacht bei diesem Teil hier. Ich bin am Überlegen, ob ich bei Joom oder so gucke, dass ich ein Bralette finde oder so ein Bandeau-Top, was Wattierungen drin hat und was gelb ist. Und dass ich das dann hier einnähe, dann kann ich das Top auf jeden Fall tragen. Oder ich werde dieses Top zurückschicken. Weil eigentlich finde ich es richtig, richtig schön. Aber dass es durchsichtig ist, ist... Warum? Ich finde es halt wirklich, wirklich schön. Ich mag die Farbe Gelb richtig, richtig gerne.
Und ja, yeah. Aber durchsichtig geht gar nicht. Ansonsten wäre das Top halt mega für den Sommer, aber ja. Dann habe ich mir auch noch Pullover bestellt. Endlich mal etwas für diese kalte Jahreszeit. Der erste Pullover ist dieser braune, warmbraune Pullover. Er hat einen Rollkragen, hat so ein gestreiftes Muster in dem Strick drin. Finde ich richtig schön, der Rollkragen. Mega angenehm, er liegt auch nicht zu eng am Hals oder sowas. Also man hat auf jeden Fall noch Luft zum Atmen. Mein Akku hatte leider gerade keine Luft mehr zum Atmen, deswegen musste ich ihn wechseln. Was ich sagen muss, dieser Pullover ist so ultra soft. Also er ist wahnsinnig weich. Ich habe am Anfang gedacht, was ist da Wolle drin, weil ich kann keine Wolle anziehen. Also nichts, wo Wolle, Alpaka oder sowas drin ist, kann ich anziehen. Das kratzt mich unglaublich. Also ich habe wirklich empfindliche Haut, das geht gar nicht. Ja, was gedacht, oh mein Gott, ich habe doch extra geguckt, ob irgendwo Wolle drin ist oder nicht. Aber diese Pullover sind einfach so ultra soft. Also ich weiß nicht, was die mit dieser Wolle angestellt haben, aber die ist ultra weich. Also es ist keine richtige Wolle, wenn ich Wolle sage, weil Wolle ist halt Wolle. Ob jetzt richtige Schafwolle, also Schurwolle verarbeitet wurde oder nicht, you know. Sorry für diese ganze Verwirrung. Was ich aber sagen muss, also ich glaube, ich habe dieses Teil als Pullover bestellt. Es ist so lang, dass ich es quasi als Kleid tragen könnte. Ihr seht es ja auch in meinem Trage-Video-Dingens. Das ist einfach extrem langes. Und ich bin 1,65 groß und ich glaube, es war ein Pullover und kein Pullover-Kleid, wenn ich mich richtig erinnere. Hier steht leider auch nicht viel drauf, was es sein sollte. Deswegen ist dieses Etikett komplett nutzlos. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dieser Pullover liegt auf jeden Fall enger an. Ich weiß gar nicht mehr, wie eng er an dem Model aussah. Also ich meine, er hätte lockerer sitzen sollen. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Ich finde ihn ultra weich. Ich finde die Farbe schön. Also ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Aber ja, ich... Irgendwie habe ich den etwas anders in Erinnerung gehabt. Und dieser Pullover ist einfach nur ultra, ultra warm. Also er ist ultra weich, er ist ultra, ultra warm. Also wirklich etwas für sehr, sehr, sehr kalte Tage. Der nächste Pullover ist dieses Stück hier. Er ist so cremeweiß-braun gestreift. Ich finde die Farbgebung und das Muster halt ultra cool. Also es gibt mal dünnere Streifen, mal dickere. Ich finde das so, so mega schön. Von der Farbgebung schon alleine her. Was ich sagen muss, ich war wirklich immer überlegen, ob ich den Pulli nicht vielleicht zurückschicke, nachdem ich jetzt aber diese Trage-Video-Dinger gedreht habe. Ja, ich habe sie vor diesem Video hier gedreht und ich sehe gerade meine Lampe ein bisschen da drin. Werde ich ihn doch behalten? Er ist eher gröber gestrickt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Also man kann die Nähte hier quasi so leicht auseinanderziehen, dass man mehr oder weniger durchgucken könnte. Er ist auch wieder so leicht fusselig und also dieser Stoff ist leicht fusselig. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen gerade hier unten an den Ärmeln. Er ist auch wieder ultra, ultra weich. Also ich weiß nicht, ob alle Strickpullover von Naked so ultra weich sind. Wenn ja, werde ich, glaube ich, dort öfter Pullover bestellen. Ich habe erst gedacht, dadurch, dass er so grob gestrickt ist, dass er überhaupt nicht warm halten wird. Als ich ihn jetzt anhatte, oh mein Gott, ich glaube, dieser Pullover ist von den Pullovern, die ich gekauft habe, der wärmste. Was eigentlich ziemlich merkwürdig klingt, aber ich glaube, es ist so. Ich finde es halt auch mega cool, dass die Ärmel hier extrem lang sind. Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile, wie sehr ich das liebe, wenn Ärmel so ultra lang sind. Das, was mir nicht so gut an diesem Pullover gefällt, ist hier oben der Kragen. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es so ein Rollkragen gewesen wäre, wie an diesem Pullover hier, der so ein bisschen lockerer sitzt. Oder wirklich ein Rollkragen, der auf jeden Fall einen Tacken höher sitzt. Weil das hier... Ich bin mir immer noch leicht unschlüssig, was ich von dem Kragen halten soll. So 100% gefällt er mir nicht. Aber ich finde das Muster vom Pullover halt mega schön. Zusammen mit dem weißen Rock. Das habe ich mir auch so vorgestellt, als ich es gekauft habe. Mit diesen weißen Röcken, die ich habe. Sieht das, glaube ich, ultra, ultra schön aus. Hier, ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe.
Und was mir auch nicht so gut gefällt, dieser Kragen, er ist stretchy. Ich kriege ihn auch noch gut über den Kopf, aber es gibt Pullover, die bekomme ich besser über meinen Kopf. Also es ist schon ein bisschen Struggle, also auf einer Skala von 1 bis 10 mit Pullover über den Kopf ziehen Struggle, würde ich glaube ich sagen eine 3. Also es ist nicht sonderlich schlimm, aber you know, es ist halt da. Was soll ich noch zu dem Pullover sagen? Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn einfach nur so cute. Schon allein von der Farbgebung her. Und das mit so einem weißen Rock, Stiefeln, mega nices Herbst-Winter-Outfit. Yeah. Mit einer Strumpfhose noch dazu, damit man nicht friert. Ich freue mich einfach nur über diesen Pullover und ich glaube, ich werde ihn behalten, weil es ist ja nicht so schlimm mit dem Kragen und er ist einfach nur mega warm und halt ultra soft. Also ich weiß nicht, was es bei Naked ist. Wenn ihr schon mal bei Naked bestellt habt und auch Strickpullover bestellt habt, wo keine Wolle drin ist, könnt ihr mir mal sagen, ob die auch alle so ultra soft sind? Also ich finde es gerade echt verblüffend, wie weich die sind. Und der letzte Pullover, den ich mir gekauft habe bei Naked, ist dieser Pullover hier. Er ist so altrosa nach rosa, bordeauxrot und braun. Wunderschöne Herbstfarben, den gab es auch noch mit grau. Ich glaube, da war auch bordeauxrot bei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die graue Variante fand ich auch richtig schön, aber mit dem braun fand ich es doch noch schöner. Hier, also dieser Pullover ist zu 100% perfekt. Den liebe ich einfach nur. Und wie bei den beiden vorherigen auch schon, der ist auch ultra soft. Und ich habe wirklich darauf geachtet, dass nirgendwo Wolle drin ist. Also daran liegt es nicht, dass ich jetzt zu blöd war, um zu gucken, ob Wolle drin ist. Und ich nachher einen Pullover habe, den ich von vornherein zurückschicken muss, weil ich ihn nicht tragen kann. Der hier ist auch mega locker geschnitten, sitzt einfach super gut. Aber ich finde die Farbgebung hier einfach nur so cute. Also das sind für mich so komplette Herbstfarben. Und die Ärmel hier sind auch wieder sehr, sehr lang. Also bei allen Pullovern, die ich gezeigt habe, waren die Ärmel richtig schön lang, dass ich die auch über meine Finger drüber kriege. Also perfekt einfach nur für mich. Yeah, dann war ich mit meiner Mama auch noch einmal in Iserlohn und dort gibt es einen New Yorker. Und wir sind mal einfach nur so reingegangen und haben halt geguckt. Ich wusste von Kleiderkreisel, dass es so Cord-Hosen gibt, beziehungsweise Cord-Shorts. Und dann habe ich die auch dort gefunden. Ich war so happy. Dann waren die auch noch runtergesetzt. Die hat normalerweise 15 Euro gekostet. Ich habe sie jetzt für 10 Euro bekommen. Und die gab es in rosa, grün und in schwarz, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mich offensichtlich für rosa entschieden. Das ist so ein wirklich schönes altrosa, ein bisschen rauchiges rosa. Passt auch perfekt in den Herbst. Was ich sagen muss, der Cord hier ist nicht ultra weich. Also es gibt so richtig soften Cordstoff. Der hier ist ein bisschen steif, rauer. Also fühlt sich nicht so ganz, ganz toll an. Es ist okay, aber es gibt schöneren Cordstoff. Aber ich finde diese Hose einfach nur ultra cool. Sie sitzt high waist, sie hat einen Gürtel, sie hat auch einen leichten Gummizug. Was ich an dieser Hose aber auch ein bisschen komisch finde, der Knopf, der sitzt ein Stück weiter unten. Also ihr seht es ja, normalerweise sitzen Knöpfe hier irgendwo in der Gegend und der hier sitzt ein ganzes End weiter unten. Ja, als ich die anprobiert habe, ich war die ganze Zeit, wo ist dieser Knopf, wo ist dieser Knopf? Ich habe den nicht gefunden. Was soll ich zu der Hose sagen? Sie sitzt perfekt. Sie hat Taschen. Ich finde sie einfach nur mega cute. Sie passt gut in den Herbst, Winter rein. Weil Cord ist auch ein bisschen wärmerer Stoff und mit Strumpfhose und sowas. Ich ziehe halt gerne Shorts und sowas auch im Winter an mit Strumpfhose. Und hier. Also dafür ist die Hose einfach nur perfekt. Und dann war ich auch noch bei Aldi irgendwann diese Woche. I don't know when it was. Aber Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Also das ist einfach nur mind-blowing für mich. Ich trage schon jetzt seit mehreren Jahren im Winter Strumpfhosen. Und ich bin immer am Meckern,
Das ist immer nur schwarz, grau, dunkelblau, so ein Beere-Lila-Ton gibt. Manchmal hat man auch Glück und findet so cremeweiß, weiß, also so Strickstrumpfhosen, die wärmer sind. Yeah, und dieses Jahr gab es für Erwachsene, ich betone für Erwachsene, weil ich es schon öfters für Kinder gesehen habe, rosane Strumpfhosen. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie glücklich... Es gab einfach mal rosane Strumpfhosen. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich darüber bin. Ich wollte schon ewig rosane Strumpfhosen haben. Wirklich schon ewig. Und jetzt habe ich endlich welche. Ich habe sie mir extra in einer riesigen Größe gekauft. 44, 46 steht hier drauf. Die habe ich auch schon einmal anprobiert. Also ich habe mir zwei in 44, 46 gekauft. Und meine Stimme geht gerade flöten. Ah, und sie passt. Und dann habe ich mir noch eine in 40, 42 gekauft, weil es keine mehr in dieser Größe hier gab. Das Ding ist halt bei Strumpfhosen, oft passen sie mir in der Länge nicht und deswegen habe ich mir sie jetzt in so einer riesigen Größe gekauft. Wenn ich mir woanders Strumpfhosen kaufe, kaufe ich sie mir meistens auch in Größe L, XL oder sonst was, damit sie auch in der Länge gut passen. Weil alles andere, die Strumpfhose passt sich halt an deinem Bein an, aber die Länge, die kann sich nicht anpassen. Entweder sie ist lang genug oder sie ist zu kurz. Und ich sage euch eins, es gibt nichts Schlimmeres als eine Strumpfhose, die zu kurz ist. Yeah. Ich bin froh, dass diese 44, 46 nicht zu kurz ist. Und ich glaube, die Nummer kleiner hier, 40, 42, wird auch nicht zu kurz sein. Yeah. Und ich bin so glücklich darüber. So unglaublich glücklich. Diese rosa Strumpfhose. Zusammen mit diesem Pulli, dann mit dem weißen Rock und dann noch mit so ein paar braunen Boots oder sowas. Wunderschön stelle ich mir das vor. Einfach nur wunderschön. Arr, jetzt kann ich es endlich machen. Es sollte für erwachsene Menschen öfters so pastellfarbige Strumpfhosen geben. Gerade rosa und cremeweiß. Ich glaube, die Leute würden wie verrückt diese Farben kaufen, weil man kann all year round schwarz, grau, dunkelblau und so ein Bordeaux, Rot, Beereton kaufen. Das sind die Hauptfarben für Strumpfhosen. Ja, okay, und hautfarbene Strumpfhosen, aber ja. Yeah. Und weiß, rosa, so Pastellfarben, Mintgrün oder sowas. Das ist ultra schwer zu finden, wirklich ultra schwer. Und ich kaufe auch niemals teure Strumpfhosen, auch wenn sie versprechen, keine Ahnung, reißfest und was weiß ich nicht was die alles versprechen. Nope. Lass eine Strumpfhose einmal an die Krallen eines Hundes oder einer Katze kommen, dann ist over. Ich hoffe auf jeden Fall, meine Hunde gönnen mir diese Strumpfhosen etwas länger. Yeah, aber das war's dann auch mit meinem Haul. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.